Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung, unserem Wissensforum Phänomen Führung begrüßen. Ganz besonders begrüßen, und es freut mich sehr, dass Sie da sind, darf ich die Frau Dr. Marianne Grobler. Frau Dr. Grobler, einige kennen Sie von Ihnen schon, ist Geschäftsführerin vom Managementzentrum Vorarlberg und arbeitet mit uns sehr erfolgreich zusammen in dem Thema Führungskultur, Veränderung der Führungskultur, Weiterentwicklung der Führungskultur. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Ganz herzlichen Dank dafür. Das Thema Führung ist ja ein Thema, was uns die letzten zwei Jahre schon intensiv beschäftigt. Insofern auch heute die Veranstaltung im Sinne von, es ist uns ein wichtiges Thema, wir wollen da dranbleiben. Haben wir gesagt, wir würden gerne die Veranstaltung gemeinsam mit Ihnen gestalten und die Frau Dr. Grobner dazu gewinnen, heute Ihren Impulsvortrag zu halten. Wie läuft es heute ab? Die Idee ist, dass ungefähr, ich sage jetzt mal 50 Minuten, 60 Minuten, die Frau Dr. Grobner ihren Vortrag halten wird und wir anschließend die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, in die Diskussion zu gehen und so auch die Möglichkeit haben, dass noch ein kleiner Dialog zustande kommt. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum steht heute eine Kamera da? Das ist ja auch nicht so gewöhnlich bei uns. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir das machen. Das war eine Idee. Es haben ja nicht immer alle Führungskräfte die Möglichkeit, an Veranstaltungen teilzunehmen. Und insofern haben wir gesagt, diejenigen Führungskräfte, die heute leider nicht dabei sein können, können sich den Vortrag im Nachgang anschauen. Aber wir werden auch nach dem Vortrag, ich denke, das ist noch eine wichtige Information, die Kamera dann abschalten, sodass Sie sich keine Gedanken machen müssen. Wenn Fragen gestellt werden, wird es kein Teil dessen mehr sein, der gefilmt wird. Ja, dann wünsche ich uns allen ganz viel Spaß und anschließend eine anregende Diskussion. Vielen Dank, Frau Dr. Grobner, im Vorfeld. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Lautsprecher funktioniert gut so? Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja, dass ich einmal in diesem Raum hier bei so vielen bekannten Gesichtern, also ich kenne doch schon einige hier in der Runde, zum Thema Führung sprechen darf. Und ich habe den Titel des Referats genommen Phänomenführung. Wieso eigentlich Phänomen, beziehungsweise was heißt eigentlich führen, sodass wir mal schauen, was könnte da ein Phänomen dran sein? Also die kürzeste Version, die wir im Management Center immer verwenden, ist, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Ich beeinflusse das Verhalten anderer Menschen. Wer führt da? Wenn ich mir so überlege, die Mutter im Supermarkt mit dem Kind im Wägelchen und das schreit und schreit und deutet das Überraschungsei hin, bis die Mutter irgendwann einmal völlig entnervt das Ei aufs Band legt, dann hat das Kind das Verhalten der Mutter beeinflusst. Also wer führt wen? Manchmal denke ich mir das auch so, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, wer führt da eigentlich wen? Also das Verhalten von anderen Menschen beeinflussen zu können, das ist ja schon ein Phänomen. Also wie funktioniert das eigentlich? Und jetzt bezogen auf den Unternehmenskontext, dann sagen wir, wir gestalten Beziehungen und Verhalten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, ein Unternehmensziel zum Beispiel, beziehungsweise um ein System oder eine Organisation irgendwie zu beeinflussen. Also Professor Sharma, ein deutscher Professor am MIT, der sagt, in einem Unternehmen führt jeder, der für eine zukunftsgerichtete Entwicklung der Organisation Beiträge leistet. Das ist natürlich ein sehr weiter Führungsbegriff, das hat da nichts mehr auf einem Organigramm, ob ich da oben drauf bin, dass ich führe. Und es ist auch tatsächlich so, dass wenn Führungskräfte nicht führen, dann wird das von den Mitarbeitern erledigt. Dann bestimmen die die Richtung. Und es ist schon ein Thema auch von Macht ausüben. Das ist jetzt was, was wir alle eigentlich nicht sehr gerne zugestehen. Wir üben Macht aus auf andere Menschen, wenn wir ihr Verhalten beeinflussen. Und man hat jetzt zum Beispiel, es gibt eine Studie unter über 40 Top-Managern, hauptsächlich von DAX-Unternehmen, die man gefragt hat zum Thema Macht. Und praktisch keiner von denen hat zugegeben, dass er Macht hat. Jeder sagt, ich habe Verantwortung. Oder ich habe vielleicht Power oder ich habe
Gestaltungsspielraum, aber Macht, das hat ja schon fast so etwas wie einen negativen Touch in unserem Kulturkreis, aber tatsächlich ist es Macht ausüben. Und das ist sehr wohl ein Phänomen. Und Fragen, die sich dabei immer wieder stellen, sind, kann man das überhaupt lernen oder ist einem das nicht ohnehin in die Wiege gelegt? Und ja, da gibt es verschiedenste Glaubenssätze dazu. Ein Schweizer Topmanager hat mir mal gesagt, das braucht man nicht lernen, das ist wie bei Sex, das macht man das erste Mal und dann Chaos. Ich bin eher der Meinung, dass man da sein Leben lang noch dazulernen kann. Beziehungsweise die Frage, ist es so in den Genen drinnen? Gibt es die Führungsgene? Man weiß aus Untersuchungen, dass der Anteil der Erstgeborenen an Topmanagern bei Topmanagern sehr, sehr hoch ist, viel höher als in der Durchschnittsbevölkerung. Ergo, viele Erstgeborene kommen in Top-Führungspositionen, aber nicht nur Erstgeborene. Also es kann nicht nur an der Position liegen, aber natürlich irgendwo ein bisschen Erfahrung haben die Erstgeborenen natürlich schon in der Kindheit gemacht mit dem Thema Führen. So auf, vielleicht im Sinn von Überforderung, sie haben nicht genau gewusst, was sie wirklich tun sollen, aber sie waren immer verantwortlich, wenn was schiefgegangen ist. Aber auch Jüngste beispielsweise lernen sehr gut führen. Weil die lernen, mit der Kraft kann ich nicht mithalten, also muss ich es irgendwie überzeugen. Mit dem Schmäh, sagt man irgendwie. Das heißt, also man weiß, ich kann eigentlich aus jeder Geschwisterposition heraus mich zu einer guten Führungskraft entwickeln. Und man weiß, es hat nicht unbedingt mit den Genen zu tun, sondern es ist was man lernen kann. Voraussetzungen dafür sind, ich habe Übungsmöglichkeiten, weil ich nie in eine Führungsfunktion komme und werde es auch nicht lernen. Und ich habe die Bereitschaft, den Willen, es zu lernen. Das ist nämlich eins vom Wichtigsten. Nur Talent haben alleine nützt nichts. Das ist wie bei der Musikalität. Deswegen, weil ich hochmusikalisch bin, wäre ich noch nicht der Spitzenpianist. Da gehört viel Üben auch dazu. Und es gibt Leute, die sind nicht musikalisch, aber sie lernen es trotzdem halbwegs passabel Klavier zu spielen, sodass es ganz gut klingt, mit viel, viel Üben. Und so die Frage, in welcher Führungsposition brauche ich denn den Spitzenpianisten oder wo reicht ein ganz normales Klavierspiel? Also das normale Handwerkszeug der Führung, behaupte ich, kann man lernen, man will. Aber eine Frage, die wir auch immer wieder kriegen zu diesem Phänomen, ja, gibt es da irgendein Rezept, eine Toolbox, so eine Theorie, wo man sagt, wenn man die anwendet, dann funktioniert es. Dann funktioniert das Phänomen Führung und auf das möchte ich heute ein bisschen eingehen. Und eine Frage, die hat sich so irgendwo quer dazugeschossen in der Vorbereitung dieses Vortrags. Die LBS ist in einer Zeit des Wandels. Und eine Frage, die sich da immer stellt, und wie fühle ich, wenn so viel instabil ist, wenn sich so viel verändert oder wenn ich nicht genau weiß, wo es lang geht. Wenn wir sehr genau wissen, das soll das Ziel sein, das sind die ganzen Mittel, die wir haben und so wird es laufen, dann ist es vielleicht einfach. Aber wenn wir gar nicht wissen genau, wie die Zukunft ausschaut, wie fühlen wir dann? Mit diesen Fragen möchte ich mich jetzt in meinem Vortrag beschäftigen. Und ich möchte mal so zu diesem Thema Führung mal hinschauen, wie wird man eigentlich Führungskraft? Die meisten von uns kommen ja nicht von der Uni und dort haben sie Führung oder Leadership, wie man so schön neudeutsch sagt, studiert und dann kriegen sie gleich eine Top-Management-Funktion. Das ist ja so nicht gerade der normale Weg, wäre nicht sehr sinnvoll, wenn ich mir das so anschaue, so was an Know-how da kommt von den Unis, da braucht es dann zuerst noch Erfahrung. Und die machen wir mit Expertentätigkeit, zum Beispiel im Verkauf, zum Beispiel in der Rechtsabteilung, zum Beispiel in der Buchhaltung oder sonst wo. Ja, und jetzt soll dann jemand Führungskraft werden in dieser Abteilung. Was passiert? Meistens sagen wir, der beste Verkäufer wird Verkaufschef. Der fachlich qualifizierteste Jurist wird Chef der Rechtsabteilung. Nichts gegen hier anwesende Personen. Der beste Buchhalter wird Leiter der Buchhaltungsabteilung. Wir gehen davon aus, das braucht ja der, um überhaupt die Leute führen zu können und fachlich beurteilen zu können. Und das stimmt auch. Ich muss schon bis zu einem gewissen Maß die Arbeit meiner Mitarbeiter beurteilen können und da muss ich mir auskennen, was die tun.
die Gefahr, die nur dabei da ist, es kommen halt auch noch andere Funktionen auch dazu. Sobald ich Führung habe von mehreren Menschen oder von einer Abteilung, bin ich auch Manager. Was heißt es, Manager zu sein? Manager zu sein heißt, einen guten Überblick so aus der Vogelperspektive zu haben und analysieren können. Wie ist denn die Situation? Manager sein heißt, Ziele definieren, klare Ziele, dass man wissen, wo es lang geht. Planen können, entscheiden, da tun sich viele schwer. Weil zuerst war ich noch Kollege, da war ich einer von vielen und wir waren Kumpel. Jetzt soll ich entscheiden und ein Teil der Gruppe ist dafür, ein Teil ist dagegen. Da war ich mir irgendwie unbeliebt. Und als Manager muss ich aushalten, dass ich mich, wenn ich mich für was entscheide, auch gegen was entscheide und mich einmal unbeliebt mache. Dass nicht immer alle glücklich sind. Und das Entscheiden erfordert manchmal auch so ein gewisses Bauchgefühl. Es gibt so nicht die wirklich richtige Entscheidung, offensichtlich aufgrund von Fakten. Das wäre ja einfach. Oft muss ich sagen, ich weiß ja nicht, wie es wirklich kommt. Machen wir so. Und die Entscheidung kann falsch sein. Das heißt, eine gewisse Risikobereitschaft und ein Mut braucht ja dazu. Und dann geht es darum, wenn wir was entschieden haben, es gibt viele Führungskräfte, die entscheiden in der Sitzung, ja, das machen wir so. Aber 3 Monate später ist noch immer nichts passiert. Wir müssen umsetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Realisierung in Gang kommt. Das heißt, wirklich dafür sorgen, dass die PS auf die Straße kommen. Dass jeder weiß, was er zu tun hat. Dass der richtige Mann und die richtige Frau am richtigen Platz eingesetzt sind. Und da muss ich viel organisieren können. Und dann so eine Managementfunktion, die ich habe, ist, Controlling zu machen. Zu sagen, was war das Ziel? Wo haben wir uns hinbewegt? Gibt es eine Abweichung? Oder sind wir am Plan? Was sind die neuen Ziele? So dieser Managementkreislauf, der kommt dazu. Und dann, auf einmal habe ich es mit Menschen zu tun. Wieder die schöne neudeutsche Version, für Menschen führen. Was heißt es, Menschen zu führen? In ihrem Verhalten zu beeinflussen. Ich muss ein Gespür für sie haben. Und ich muss sie betreuen und für sie da sein, vom ersten Arbeitstag weg bis zur Kündigung. Aber das heißt, mich ihnen stellen, sie begleiten, sie fordern und fördern, im richtigen Maß. Nicht überfordern, nicht unterfordern. Und das ist eine Herausforderung, das zu entwickeln, dieses Gespür, wie viel braucht er, wie viel kann der, was kann ich ihm zutrauen, wann kann ich loslassen und freilaufen lassen, weil er es jetzt schon kann. Und das ist viel Zeitaufwand auch. Besprechungen. Coachen. Und ich erinnere mich an einen IT-Manager in einer großen, bekannten Firma, der gesagt hat, er war vorher, war er Fachmann und Experte für die Firewall und dann hat man ihm eine Abteilung zugeschanzt mit 25 Mitarbeitern. Er hat gesagt, es ist furchtbar, ständig kommt er noch und will was von mir. Was für Fragen und Probleme die haben. Und dann, was ich da alles entscheiden soll, ich will mich doch um die Firewall kümmern, ich komme gar nicht mehr zu meiner Arbeit. Der Experte schlechthin. Und da muss ich mich schon fragen, bin ich denn überhaupt gerne für Menschen? Da arbeite ich gerne mit Menschen. Und die große Gefahr ist, wenn wir einen IT-Experten, den größten, zu einem Abteilungsleiter machen, das kann passieren, dass die Firma einen super IT-Fachmann verliert, oder schlechte Führungskraft gewinnt. Weil das muss ich mögen. Und es geht vor allem als zentrale Aufgabe aus unserer Sicht, geht es darum, dass wir nicht nur verwalten das, was es eh schon gibt, sondern da soll eine Power ausgehen. Eine Kraft von der Führungskraft, wie man so schön sagen. Und das heißt, die Führungskraft ist auch Entwickler. Ich bin dafür verantwortlich. Ich muss nicht alle fachlichen Fragen sofort selber lösen. Ich muss nicht dafür sorgen, dass wir fachlich überall state of the art sind durch meine Arbeit. Aber ich muss zumindest meine Mitarbeiter, die Fachkräfte anleiten, dass die schauen, dass wir mit allem, was unsere Abteilung betrifft, fachlich state of the art sind. Ich muss schauen, stimmen noch unsere Prozesse? Stimmt überhaupt die Aufgabenverteilung? Stimmen die ganzen Aufgaben, die wir überhaupt nachmachen, oder müssen wir nicht einmal entrümpeln, dass wir sagen, das tun wir schon seit 10 Jahren, aber eigentlich die Liste schaut kein Mensch an, wozu machen wir die überhaupt?
Also dieser dauernde kritische Blick auf die ganzen Prozesse und Strukturen und die Stimmen und das ständige Weiterentwickeln davon, so kontinuierliche Verbesserung, ist auch eine Aufgabe. Und Lieder entwickeln Persönlichkeiten. Lieder entwickeln ihre Mitarbeiter und die haben ein Gespür dafür. Da ist ein Junge und dem traue ich was zu. Und der könnte sich vielleicht einmal zu einem Bereichsleiter entwickeln. Aber der braucht Betreuung, Begleitung und der braucht einmal vielleicht ein Projekt, dass er sich einmal überhaupt üben kann. Wir haben gesagt, Führung braucht Üben, Übung. Das heißt, dieses Gespür zu entwickeln, wohin kann sich ein Mitarbeiter entwickeln? Was kann ich ihm schon zuhören? Und die Mitarbeiter weiterentwickeln, aber Leader entwickeln immer auch ihre eigene Persönlichkeit. Also wer als Führungskraft glaubt, er hat schon ausgelernt, ist bei der Möglichkeit. Wir müssen uns ständig weiterentwickeln. Lernen als Grundhaltung gehört für mich da auch dazu und ich habe es da sehr gern mit einem Spruch von Graf Dürkheim, der gesagt hat, der Mensch hat zwei Aufgaben. Zum einen das Gestalten der Welt in der Tat, das ist das Managen, das ist das Tun, das muss weitergehen, das Entwickeln. Aber zum anderen das Reifen auf dem inneren Weg. Und das beginnt bei mir selber. Und wenn ich selber in dieser Haltung führe, dann entwickle ich auch meine Mitarbeiter. Jetzt ist so die Frage, wie kann ich denn eigentlich Führungsfähigkeiten entwickeln? Also wir haben ja festgestellt, dass die meisten nicht auf der Uni Führung studiert haben und dann in ihre Führungsfunktion. Oder ist irgendjemand hier in der Runde, der zuerst einmal Führung auf der Uni studiert hat und dann gleich in Führungsfunktion gekommen ist? Wahrscheinlich niemand. Das heißt aber nicht, dass sie ja völlig unbedarft in diese Führungsfunktion gekommen sind. Ich arbeite da sehr gern mit einem Modell, ich möchte es jetzt so ganz skizzenhaft nur darstellen, von einem Baum. Wenn wir einen Baum anschauen, dann schauen wir uns sehr oft so die große Krone an und die Früchte. Aber ein Baum hat auch einen Stamm und hat Wurzeln. Und so ist es auch mit unserem Führungsverhalten. Wir haben Wurzeln im Sinn von persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen zum Thema Führung. Eine Wurzel, ob man es mögen oder nicht, ich wollte ja nie lernen wie meine Mutter, inzwischen sagt mir meine Tochter, du bist wieder meine Mutter, das sind die Eltern, beziehungsweise die Erwachsenen, die uns großgezogen haben. Da haben wir Führung erlebt. Wir haben erlebt, gibt es klare Regeln oder sind die heute so und morgen so. Wir haben erlebt, wie viel wird mir zugetraut? Wäre ich unter Glassturz gestellt? Oder sagt man, spring und schau, ob du das Schwimmen lernst, ungefähr. Wir haben erlebt, wie wird kommuniziert? Wir haben erlebt zum Beispiel, wird gelobt? Bin mir sicher, viele von Ihnen haben da erlebt, dass täglich groß gelobt wurde über das tolle Essen. Oder war eher so die Regel, wenn man nichts sagt, dann passt es. Oder wofür wird gelobt? Habe ich Anerkennung nur dann bekommen, wenn ich gute Noten von der Schule heimgebracht habe? Also gute Leistung, Fleiß, Schweiße deines Angesichts? Oder wofür habe ich Anerkennung gekriegt? Das prägt uns alles, auch in unserem Führungsverhalten. Wir tun uns ja halt auch noch oft schwer, sowas wie mit Anerkennung dann auch annehmen. Ne? Wenn ich sage, also du, wirklich, die PowerPoint-Präsentation, die du vorbereitet hast, die war super. Okay, das waren ja nur ein paar so alte Folien, die ich zusammengestoppelt habe. Nur nicht annehmen, anstatt sagen, danke, freut mich, wenn es dir gefällt. Das sind uralte Muster, die haben wir schon sehr früh mitgekriegt. Aber wir haben auch mitgekriegt, wie werden Konflikte ausgetragen. Wir haben auch mitgekriegt, wie werden wir Entscheidungen einbezogen. Nach dem Motto, der Bub macht die Schule. Oder man geht, so wie es heute üblich ist, von Schule zu Schule und schaut, was gefällt denn dem Kind? Völlig andere Kultur, in der wir, die meisten von uns, aufgewachsen sind. Also Elternhaus ist da sehr prägend gewesen. Dann sind wir in die Schule gekommen, dann haben wir Lehrer erlebt. Auch eine wunderbare Schule für Führung. Da hat es Lehrer gegeben, da war das Mucksmäuschen still und alle sind an den Ohren gehangen. Dann war es andere, da war das Mucksmäuschen still und alle haben zittert. Auch ein Führungsstil. Und dann hat es Lehrer gegeben, da ist Karten gespielt worden und Brief hingeschrieben worden und gelacht worden, was der davon gesagt hat, war völlig egal. Verschiedenste Führungspersönlichkeiten
Und da kriegen wir dann schon mit, was wirkt. Und das nehmen wir unbewusst auf. Ganz wichtig ist meistens der erste Chef oder die erste Chefin. Sind meistens prägende Persönlichkeiten. Wenn Sie so für sich selber mal nachdenken, wie war denn so mein erster Chef oder meine erste Chefin, was habe ich denn davon übernommen? Das kann eine positive Identifikationsfigur gewesen sein, dann ist es schön. Dann sagt man, da habe ich mir ein bisschen was abschauen können. Ich höre aber auch oft, dass jemand sagt, nein, also, so wie der geführt hat, nein, nie und nimmer möchte so führen, das war mir damals schon klar, wenn ich je in eine Führungsfunktion komme, das mache ich nicht. So geht man nicht mit Mitarbeitern um. Indem ich diese Nichtregeln übernommen habe, habe ich ja auch wieder was übernommen, das Gegenmuster. Das heißt, die sind für uns meistens recht prägend. Und interessanterweise kommt man drauf, meistens in Stresssituationen geht man am ehesten auf dieses Verhalten zurück, ob man es will oder nicht. Dann gab es auch erste eigene Erfahrungen als Führungspersönlichkeit, vielleicht als Ältester oder Älteste von mehreren Geschwistern. Man hat es geheißen, pass auf, dass die keinen Blödsinn tun. Vielleicht als Klassensprecher, als Jungscharführer, als Pfadileiter oder Leiterin, diese Funktionen, auch da lernt man schon was für Führung. Man merkt, wie wirklich und wie wirklich nicht. Wie kann ich die anderen beeinflussen und wie nicht. Und die eigene Erfahrung, die geht natürlich das ganze Leben weiter, ab dem Moment, wo wir im Berufsleben sind, sind wir ständig mit Führungspersönlichkeiten auseinandergesetzt. Und aus dem heraus, was wir alles erlebt haben, schon bevor wir überhaupt die erste Führungsfunktion beruflich haben, haben die meisten von uns schon so einen Stamm von Grundhaltungen und Werten, wo sie sagen, so führt man und so nicht. Das ist gut und das ist schlecht. Anhand der vielen Vorbilder haben wir gewisse Haltungen, beziehungsweise auch ein Menschenbild. Also meine Großmutter war Gastwirtin in Wien, und ich war noch sehr klein, aber sie hat mir damals schon erklärt, weißt du, Mitarbeiter sind bezahlte Feinde. Jetzt muss man dazu sagen, auch sie hat ihre Erfahrungen gemacht. In der Kriegszeit ist viel gestohlen worden. Ja, eine Grundhaltung zum Thema führen. Und da hat sie immer gesagt, und loben darfst du sie sowieso nicht, weil dann wollen sie am nächsten Tag mehr Geld. Das sind so Grundhaltungen. Also Grundhaltungen heißt nicht immer, dass das so hehre Werte sind. Sie wollte einfach damit sagen. Ich habe mich immer gewundert über diese Aussagen, aber sie hat ihre Geschichte dazu gehabt. Hoffentlich haben sie ja andere Geschichten. Aber das Ganze wirkt dann ins Verhalten hier herein. Ins Verhalten, wie wir uns täglich als Führungskräfte benennen. Was glauben Sie, wie meine Großmutter beispielsweise geführt hat? Als Erste im Betrieb, als Letzte raus. Ein Schlüssel hat natürlich keiner gekriegt. Und wenn er in einen Weinkeller muss, der Flasche Wein holen, dann ist sie mit und hat die Argusaugen kontrolliert. Das heißt, sehr viel Kontrolle, sehr viel Misstrauen. Wenn ich andere Grundhaltung habe, dann gebe ich dem Mitarbeiter den Schlüssel und sage, hol ihn rein. Also, was sehen wir dann im Verhalten? Da sehen wir dann auch wieder, wie wird kommuniziert, wie wird delegiert, wie wird vertraut, wie wird in Entscheidungen einbezogen. Das ist alles Verhalten, was wir erleben, dann im Alltag, wenn wir jemanden beobachten, und machen uns einfach bewusst, das, was wir heute in der Führung täglich tun, das hat seine Wurzeln. Und dahinter steht eine Grundhaltung, die dann zu diesem Phänomen dazu beiträgt, zu diesem Phänomen. Und das Phänomen Führung beginnt wirklich bei mir als Person. Drum für die Entwicklung meiner Führungspersönlichkeit so ein paar interessante Fragen. Was habe ich denn für positive Identifikationsfiguren überhaupt gehabt? Das muss nicht unbedingt im Beruf gewesen sein. Das kann auch ein Pfarrer gewesen sein oder irgendein Verwandter, ein Onkel. Was habe ich für positive Identifikationsfiguren? Wenn Sie das einmal so für sich überlegen oder dann auch, was ist so wirklich meins? Wenn ich führen will, dann muss das auch meins sein. Dann muss ich gern mit Menschen arbeiten und auch der Inhalt der Aufgabe muss mir entsprechen. Ich muss das Gefühl haben, das mache ich mit Hingabe. Warum ist das so wichtig? Ich habe gestern, zum Start einer Teamentwicklung Interviews mit Mitarbeitern eines Teams. Der Abteilungsleiter macht es seit 3 Jahren. Und eine Aussage, die sich fast bei allen Mitarbeitern durchgezogen hat, der hat diese Aufgabe bis heute noch nicht angenommen. Das ist einfach nicht seins.
erkennt sie nach wie vor fachlich nicht aus, so viel zum Thema Experte sein. Natürlich braucht man das auch. Und das ist nicht seins. Und das spüren wir. Insofern ganz eine wichtige Frage, mache ich das, was ich mache, wirklich mit Hingabe? Man merkt es, wenn man was mit Hingabe macht. Man sitzt bei der Arbeit, die Zeit vergeht wie im Flug, auf einmal schon, boah, so spät, das ist schon mal aber gut was. Es hat Spaß gemacht. Es macht manchmal sogar so viel Spaß, dass man sich denkt, schön, dass ich dafür sogar Geld kriege. Es macht wirklich Spaß. Und ich sage, mehr als die Hälfte meiner Zeit sollte ich meine Jobs schon mit Hingabe. Manchmal haben wir natürlich auch Dinge, wo wir das Gefühl haben, da will ich mich her für was. Hergabe. Das gibt es in jedem Job. Aber es sollte halt nicht allzu viel sein, der Anteil. Das, was ich tue, wenn ich so mehr als die Hälfte meiner Zeit mit Tätigkeiten verbringe, wo ich mich dafür hergebe und wo ich das Gefühl habe, das ist nicht meins, dann bin ich stark Burnout gefährdet. Das muss uns einfach bewusst sein. Darum ist es schon wichtig, sich zu fragen, was ist denn so wirklich meins? Was stimmt zu mir? Bei dem IT-Leiter hat es nicht gepasst, das Schöne war, er hat es erkannt und der ist wieder zurück in die Expertenfunktion gegangen und war glücklich. Aber auch sich Gedanken zu machen, was sind denn so meine Grundhaltungen? Also wie für ein Menschenbild von Mitarbeitern? Was sind denn so meine Werte? Was ist mir ganz besonders wichtig, wenn ich mit Mitarbeitern arbeite und was ist ein No-Go? Wenn einer das bei mir macht, dann ist es fertig. Das akzeptiere ich nicht. Und was ist mir wichtig? Weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass Sie das Ihren Mitarbeitern mitteilen. Beziehungsweise die meisten spüren das dann nicht schon. Also das darf man bei ihr nicht machen. Da hat man dann alles vergessen. Klarheit, so was sind für mich Prinzipien? Im Umgang mit Kunden zum Beispiel. Was ist mein, und wir nennen das Why? Und im Idealfall, wenn so das Phänomen Führung wirklich funktioniert, dann passt das, was so meins ist, meine Person, super zu meiner Funktion und die Organisation ist auch noch die richtige. Und das ist die Herausforderung. Kommen wir zur Funktion. Es kann sein, dass ich zwar eine super Führungskraft bin, aber in der Funktion, da habe ich einfach eine Aufgabe, das ist mehr Hergabe als Hingabe. Dann funktioniert es nicht mit dem Phänomen Führung. Wenn die Organisation nicht passt, dann spürt man das oft. Dass Mitarbeiter im Coaching, also Führungskräfte sagen, mir wird diese Funktion so Spaß machen. Ich bin Personalentwickler oder ich bin ja Leiter von der Abteilung, aber die Organisation hat sich so verändert. Wir sind übernommen worden von Amerikanern, das sind auf einmal ganz andere Werte jetzt. Das ist nicht mehr meins. Das heißt, wir spüren sehr schnell, bin ich am richtigen Platz. Ist diese Organisation, stimmt die zu mir, stimmt die Funktion. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Mitarbeiter. Wenn Sie einen Mitarbeiter betrauen mit einer Funktion, das gespürt zu haben, ist es wirklich das, wo er sich voll entfalten kann. Das ist die hohe Kunst von Leadership. Dass jeder an einem Platz ist, wo er sich entfalten kann. Und oft übernehme ich ein Team, wo schon sehr viel gesetzt ist. Und ich übernehme auch nicht ein Team von lauter Olympiasieger, sondern eher von Leuten, die halt auch ein bisschen weglaufen. Und dann herauszufinden, wo kann sich wer am besten entfalten, wer hat wo am besten seinen Platz. Das ist ein Phänomen, wenn man das gelingt. Und bei dieser Frage, so wo kann man sich hinentwickeln und wo kann sich unsere Organisation hinentwickeln, möchte ich Sie noch auf eines darauf hinweisen, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit der Frage, was wir tun. Was tut wer? Also Beispiel, wir überlegen, was müssen wir tun in der Führung? Okay, wir müssen ein Mitarbeitergespräch führen. Zumindest einmal im Jahr, ein Jahresgespräch, wo man Ziele vereinbart. Das ist definiert, meistens sogar von der Organisation. Meistens, wenn sowas eingeführt wird, dann wird ein Formular ausgegeben, und dann wird erklärt, wie man das handhabt oder wie man es online handhabt und was mit den Bewertungen passiert. Aber das, wie das Ganze gemacht werden soll, das wird in viele Organisationen schon wieder nur mehr gestreift. Was passiert dann? Die Führungskraft sagt zu ihren Mitarbeitern, ja, also wir müssen jetzt sehen vom Personal,
Wir müssen da jetzt wieder diese Mitarbeitergespräche führen. Diese Formulare haben wir da wieder gekriegt. Also teilen wir uns halt Termine ein, dass wir das erledigen. Ne? Entsprechend ist das Ergebnis. Aber was man sich viel zu wenig Gedanken macht, warum macht man das Ganze eigentlich? Was ist der Sinn? Was ist der tiefere Sinn, dass ich das überhaupt tue? Für mich ist dieses Jahresmitarbeitergespräch zum Teil ein Gräuel, wenn ich sehe, wie das in den Betrieben missbraucht wird. Ein missbrauchtes Tool, weil das ist die Grundhaltung. Dass ich zumindest einmal im Jahr dem Mitarbeiter eine Stunde Zeit schenke oder vielleicht sogar ein bisschen mehr und mich mit ihm in Ruhe unterhalte. Wie geht es dir an dem Job? Wie geht es dir mit der Arbeit? Wie schätze ich deine Leistung ein? Ein ehrliches Feedback. Nicht gleich Lehnanschüsse, sondern wirklich ein ehrliches Feedback geben. Dass er mir aber auch ein Feedback geben kann. Dass er sagen kann, du, entschuldige, aber deine Aufträge sind öfter einfach nicht klar. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus, was ich eigentlich tun soll. Darum kriege ich es dann dreimal zurück. Und dass wir gemeinsam überlegen, stimmt es noch oder wo soll es Sinn entwickeln? Das wäre der Sinn. Und wir denken sehr oft einfach über das Was nach und über das Wie, aber viel zu wenig über dieses Warum. Und das Phänomen Führung funktioniert immer dann, wenn man sowas wie einen gemeinsamen Sinn hat. Dann funktioniert es gut. Und der Sinn heißt, einen Sinn finden beispielsweise in der Organisation. Was ist der Sinn unserer Abteilung oder was ist der Sinn deiner Funktion? Wozu bist du da? Wofür kriegst du denn dein Geld? Am 1. oder 25. Was ist der Sinn? Wozu bist du da? Und wenn ich da mal, ich habe gerade wieder mit einem Seminarhotel telefoniert, mit der Rezeptionistin und gewagt, so einen Sonderwunsch zu machen, nämlich ein Lunchpaket, weil ich mit den Leuten am halben Tag rausgehen will. Aber das ist organisatorisch da einfach nicht machbar. Das ist mühsam, wenn die Rezeptionistin nicht begriffen hat, was der Sinn ihrer Tätigkeit ist. Für die ist einfach wichtig, dass sie ihr Catering-Formular ausfüllt und da steht um 10.30 Uhr ist Kaffeepause, da will sie wissen, ob wir Kaffee wollen oder Brötchen. Aber Lunchpaket steht nicht auf dem Formular drauf. Das hat sie nicht gecheckt, den Sinn ihrer Funktion. Und es wäre wichtig, dass wir mit unseren Mitarbeitern da viel mehr darüber reden. Was erwartet die Organisation von ihren Führungskräften und von ihren Mitarbeitern? Und bitte möglichst im Sinn von ja, Handlungsspielraum, aber Eigenverantwortung. Die Amerikaner übertreiben das in eine andere Richtung. Ihr habt gesehen, ein Handbuch für Rezeptionisten der Marriott Hotelkette in Amerika, 3 solche knallvolle Ordner. Da steht drinnen, wenn ein Gast sich der Rezeption nähert und circa 3 Meter von der Rezeption entfernt ist, neigen Sie leicht den Kopf nach rechts, lächeln und begrüßen ihn mit Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Ab 11 Uhr sagen Sie Guten Tag. Das meine ich nicht. Was erwarten wir im Sinne von nicht, was ist zu tun und dann wie, mit Lächeln, sondern warum? Es geht darum, dass du dem Gast seine Wünsche erfüllst. Also welche Prinzipien, Werte, Grundhaltung sind uns wichtig im Umgang mit Kunden? Was ist uns für ein Prinzip wichtig, wenn der Kunde anruft und sich beschwert? Was ist uns als Personalabteilung wichtig, wenn ein Linienvorgesetzter, unser Kunde, was von uns will? Bezüglich der Abrechnung eines Mitarbeiters. Also einfach zu sagen, was sind so Grundhaltungen, was sind Werte. Und das, was ich von meinen Mitarbeitern will, das muss ich dann erfolgen. Das ist wichtig. Also Sparsamkeit verlangen und selbstständig der große Spesenritter sein, das passt nicht zusammen. Also lebe ich die Werte, die ich verlange, auch vor. Und ganz, ganz wichtig, so was ist der Sinn? Wozu gibt es unsere Abteilung? Ich hatte schon Gelegenheit, mit einzelnen Abteilungen hier in dem Haus auch zu arbeiten, so eine Art Teamentwicklung. Und es ist mir sehr oft ganz wichtig, auch dass jede Abteilung für sich so etwas wie eine Identität entdeckt. Wozu gibt es uns innerhalb der LBS? Was ist unser Wert? Nicht, dass es so ist wie, ich habe das erlebt bei einem großen Industriebetrieb, die Instandhaltungsabteilung. Die ganzen Bänder am Förderband repariert, wenn das Band steht.
Die haben gesagt, sie sind die Kellermäuse, weil sie ihr Büro im Keller gehabt, also ihre Werkstatt im Keller gehabt haben. Tatsächlich war es so, wenn da in der Industrie eine Band steht, dann kostet es jede Minute halt einmal ein paar tausend Euro, wenn das nicht weitergeht, die Produktion. Denen bewusst zu machen, was ist der Sinn? Die Leistung, die ihr fürs Ganze liefert, ist ganz wichtig. Oder wir haben zum Beispiel einen großen Autozulieferer in Vorarlberg, Hirschmann, die machen die ganzen Elektronikstecker für Mercedes und Leon. Die Mitarbeiter, die sehen den ganzen Tag nur die Elektronikstecker. Da ist wenig Sinn. Die haben irgendwann mitten in die Halle einen Mercedes, einen durchsichtigen, aufgestellt und haben dann überall, wo Stecker von ihnen waren, die bunt markiert und einmal darauf hingewiesen. Und die Mitarbeiter gesehen, was ist der Sinn unserer Arbeit? Wozu gibt es uns? Jetzt sind Sie eine Dienstleistungsorganisation. Was ist so typisch dabei? Erstens einmal, ob Sie vom Kunden her als zuverlässig, freundlich oder genau wahrgenommen werden, das ist was rein Subjektives. Wie ich als Kunde das erlebe, das können wir oft gar nicht so wirklich gut beeinflussen. Es gibt nur meistens so Standards, wo man sagt, wenn man die einhält, dann wird man so erlebt. Das Thema, was wir auch haben, wir können meistens nicht auf Vorrat produzieren. Es gibt einfach Höhen, also Spitzen und Tiefen in der Leistung. Aber gleichzeitig wollen wir immer die gleiche Qualität in der Dienstleistung. Und das ist eine Herausforderung für die Führung. Wie manage ich das? Und wenn es um Service geht, geht es ganz stark ums Warum und ums Wie. Und nicht nur um das Was ist zu tun. Bitte sehr. Ich habe eh gelächelt. Und bitte habe ich auch gesagt. Ne? Ich habe das schon als freundlich erlebt. Und jetzt kann ich natürlich trainieren, wie lächle ich freundlich. Ich habe einmal einen Manager erlebt in einer Dienstleistungsorganisation, der hat verlangt, dass die Mitarbeiter, bevor sie an die Front gehen, 5 Minuten vor dem Spiegel in der Garderobe lächeln. Er hat gemeint, dann erleben sie sich selber und dann sind sie schon so glücklich, wenn sie rausgehen. Völlig der falsche Ansatz. Es geht eher darum, wie schaffe ich Rahmenbedingungen, dass die Freiwillige lächeln. Was brauchen die dazu? Und mir muss bewusst sein, dass da jeder Mitarbeiter das ganze Unternehmen vertritt. Wenn einer unfreundlich ist, hat es die in der Gewissung unfreundlich. Das heißt, da habe ich ein hohes Risiko. Und das ist eine Herausforderung für die Führungskraft, dass ich herausfinde, wo sind überall Kontaktpunkte mit Kunden und die müssen alle perfekt sein. Was heißt es für Führung in einer Dienstleistungsorganisation? Ich muss sehr am Betriebsklima arbeiten. Ich muss schauen, dass wir sagen, auf der normativen Ebene viel regeln. Das heißt, Vereinbarungen, wie gehen wir mit Kunden um? Innerhalb von welchen Fristen kriegt ein Kunde bei uns eine Antwort für so und so ein Anliegen? Das ist die normative Ebene, das kann ich definieren. Werte, Grundhaltungen. Ich muss schauen, dass ich meine Mitarbeiter breit qualifiziere. Weil gerade in der Dienstleistung kann ich nicht sagen, ich bin nur Spezialist für die Anträge A, X, B, sondern ich soll die ganze Palette meistens irgendwie Auskunft geben können. Das heißt, ich muss viel in Richtung Qualifizierung tun. Ich muss Kompetenzen erhöhen von Mitarbeitern und ich muss Selbstbewusstsein erhöhen. Also das, wo ich gesagt habe, Leadership heißt Persönlichkeiten entwickeln. Gerade dort, wo Kundenkontakt notwendig ist, das ist ganz besonders wichtig. Und ich muss einen gewissen Handlungsspielraum schaffen. Selbstbewusste Mitarbeiter, die brauchen einen gewissen Kompetenzspielraum, wo sie dann vor dem Kunden in der Situation schneller mal entscheiden können, okay, das genehmige ich oder das genehmige ich nicht. Und da braucht es auch einen guten Rahmen, gute Regelung. Das sind ganz schön Herausforderungen für eine Führungskraft. Und damit dieses Phänomen funktioniert, wenn ich da selber so mich betrachte als Führungskraft, dann bin ich immer in einem Spannungsfeld, einerseits so von meiner Innenwelt. Ich habe meine Ziele und meine Werte und meine Vorstellungen, wohin die Abteilung sich entwickeln soll oder das Unternehmen. Ich habe meine Vision, hoffentlich. Ich habe auch meine Gefühle, wo ich sage, das begeistert mich. Aber gleichzeitig bin ich konfrontiert mit der Außenwelt und da gibt es meine Mitarbeiter, da gibt es den Markt, da gibt es die gesetzlichen Regelungen, die sich ändern, da gibt es Markttrends,
da gibt es Mitbewerber, Kunden, und die alle können eigentlich auch so beeinflussen, dass ich vielleicht nicht ganz so tun kann, wie ich eigentlich gern würde. Eigentlich wäre ich vielleicht lieber ganz anders, aber es geht halt nicht so leicht. Kommt so selten dazu. Was brauche ich da für Fähigkeiten? Einerseits brauche ich Mut, sowohl nach innen wie nach außen. Mut, mir selber einmal klar zu machen, wo will ich hin? Und ehrlich zu mir zu sein, ist es meins, was ich tue oder nicht? Und auch die richtigen Schritte zu setzen. In der Außenwelt da. Wenn ich drauf komme, ich habe einen Mitarbeiter, der eine völlige Fehlbesetzung ist. Ich behaupte, ich tue ihm nichts Gutes, wenn ich ihn jahrelang mitschleppe. Aber das braucht eine mutige Entscheidung. Und es ist viel einfacher, in der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung zu schreiben, er ist ein super Mitarbeiter und wir schonen uns gegenseitig. Es braucht Mut, auch Stellung zu beziehen. Stellung zu beziehen, wenn ich vielleicht im Kollegenkreis oder mit der Geschäftsleitung mit einer Entscheidung nicht einverstanden bin. Da braucht es Mut hinzugehen und zu sagen, ich verstehe das nicht. Ich sehe den Sinn von der Entscheidung nicht. Und in eine Auseinandersetzung zu gehen. Sie werden es aushalten. Und es braucht, wir nennen sie Intuition, man kann es aber auch landläufig als Gespür bezeichnen. Gespür, was tut sich gerade in der Außenwelt. Eine gute Führungskraft spürt, was sind denn so Trends am Markt in meinem Fachgebiet und reagiert rechtzeitig darauf. Eine gute Führungskraft spürt, die kommt in die Abteilung rein und spürt, das ist heute dicke Luft, da war irgendwas, das kennen Sie doch. Und reagiert dann auch darauf, das ist wieder der Mut, das ist Anspruch. Sie merkt, bei der Mitarbeiterin stimmt irgendwas. Oder ich spüre, ich habe ein gutes Gespür, wohin kann sich ein Mitarbeiter entwickeln. Also, oder bei einer Entscheidung, man kann so oder so entscheiden. Es gibt Vor- und Nachteile beim einen, es gibt Vor- und Nachteile, es ist nicht ganz eindeutig. Aber ich habe das Gespür, so mache ich es. Sie werden es alle wahrscheinlich bei Neubesetzungen von Mitarbeitern einsetzen. Wir lesen Anforderungsprofile, wir lesen Bewerbungen, da gibt es Fakten. Und gleichzeitig haben wir nach dem ersten Gespräch einen ersten Eindruck und der sagt, nehmen oder nicht, mit dem möchte ich nicht arbeiten. Und das tun ja die meisten Personalchefs, die in der Personalakquisition tätig sind, die sagen, ich entscheide hauptsächlich nach dem Bauch. Und da liege ich meistens nicht schlecht. Wir prüfen natürlich trotzdem. Also ich habe einen ersten Eindruck, wenn der rein. Dann schaue ich mir die Fakten an. Aber dann gibt es ein Gesamtgefühl. Was ist denn Intuition? Intuition ist die Sammlung meiner gesamten Lebenserfahrung. Das Hirn ist da unheimlich schnell und vernetzt sofort meine Eindrücke, die ich jetzt in der Situation habe, mit all meinen Lebenserfahrungen im Kontakt mit anderen Menschen, die ich schon gehabt habe, und sagt dann, das ist jemand, dem kannst du vertrauen. Oder Vorsicht, da ist irgendwas im Busch. Das ist Intuition. Vertrauen wir drauf. Wir haben sie. Und eine dritte Fähigkeit ist Authentizität. Das heißt, gelingt es mir das, was in meiner Innenwelt, in meinem Kopf ist, meine Vision, meine Ziele, meine Wertvorstellungen, authentisch nach außen zu bringen. Dann bin ich eine gute Führungskraft. Und authentisch sein heißt nicht, wie komme ich rüber. Nimmt man mir das ab, was ich sage? Weil sehr oft jetzt so in neuen Definitionen hört man, ja, authentisch sein heißt einfach, dass einem die Leute das abnehmen, was man sagt. Auch wenn man lügt. Für mich völlig falsche, ja, so in den Büchern zur Ich-AG sind diese Ich-AG-Bücher, die definieren das so. Für mich heißt authentisch sein, das, was ich wirklich im Innersten habe, was mir wichtig ist, nach außen bringen. Das heißt nicht, dass ich die Sau rauslassen kann. Jetzt bin ich wütend, jetzt mache ich alle nieder. Ich muss meine Emotionen im Griff haben. Aber dass ich ärgerlich bin, das kann ich sehr authentisch zeigen. Und auch sagen, also, das stinkt mir. Dass ich das nicht erledigt habe, sondern dass dieser Auftrag flöten gegangen ist, das stinkt mir. Das kann ich sagen. Und dann wissen Sie, warum mir das vielleicht so wichtig war, wenn ich es Ihnen erkläre. Aber authentisch sein heißt einfach wirklich vor die Mitarbeiter gehen und klar sagen, was ist dazu meine Vorstellung, mein Standing. Und ein Gespür zu haben, was ist jetzt das Wesentliche, was ist jetzt wichtig, was verlangt die Situation von mir, wo bin ich gefragt. Sie haben ja Verantwortung, da steckt das Wort Antwort drinnen.
Sie müssen Antwort geben, Rede und Antwort stehen auf viele Fragen von Mitarbeitern. Oder auf eine Situation, eine Herausforderung. Es ist die Frage, wir haben übernommen oder nicht. Sie müssen antworten. Das heißt nicht, dass Sie schon wissen, wie es kommt. Aber Sie müssen dastehen und sagen, wie reagiere ich auf diese Situation? Ich kann doch nicht die Hände in den Schoß legen. Das ist nicht Leadership. Leadership heißt Stellung beziehen. Was heißt es, wenn wir so sagen, welche Schritte sind dann zu tun? Arbeiten wir an unserer Führungspersönlichkeit? Schauen wir, dass Funktion und Person gut zusammenpassen. Pflegen wir immer wieder, wie ein Endlos-Tonband, einen Dialog über das, was ist mir wichtig, was sind Werte. Was ist mir wichtig als Grundhaltung, den Kunden gegenüber, den Kollegen gegenüber, für die Zusammenarbeit. Was ganz wichtig ist, ist die eigene Begeisterung und Hingabe. Und wenn Sie merken, es wird mühsam, ich muss mich zwingen, jeden Tag in die Arbeit zu gehen, dann fragen Sie sich, was ist es? Was macht es mir mühsam? Für was muss ich mich hergeben, was nicht meins ist? Vielleicht kann ich es delegieren. Ich muss nicht alles selber machen. Ja, ich meine, wenn mein Kernauftrag nicht meins ist, das wird nicht hinhauen, dass ich alles delegiere. Aber beispielsweise gewisse Controlling-Listen ausfüllen, hat mein Vorgänger gemacht mit Hingabe, ich tue es nicht. Ich will die Liste haben, ich will die Zahlen haben, damit ich mir auskenne, wie es steht. Und das darf ich zur Mitarbeiterin von mir tun. Ich muss das tun, wo ich gut bin. Und ich weiß, dass ich beim Kunden besser bin, als bei der Excel-Tabelle ausfüllen und überlegen, ob die Formel passt. Das stimmt für mich nicht. Also fragen, was mache ich wirklich mit Hingabe? Ich habe vor kurzem mit einem Bankdirektor gesprochen, der wirklich, der war schon knapp vor einem totalen Burnout. Der wollte schon kündigen. Und dann hat er gesagt, es ist so viel Bürokratie, was ich tue. Ich komme überhaupt nicht mehr zu dem, was ich wirklich gern tue, nämlich Key Account Management machen. Dann haben wir eigentlich nur mal schauen müssen, so, wo sind denn die Tätigkeiten, die ihn leben? Also mit Hingabe tun. Ich habe jetzt noch einen weiteren Punkt hingeschrieben und der ist ganz, ganz wichtig für Intuition und für Authentizität. Und das ist Tankstellen. Was meine ich damit? Wann habe ich Zugang zu meiner Intuition? Wann haben Sie Zugang zu Ihrer Intuition und zu Ihrer Kreativität? Wenn Sie im Büro vom PC sitzen? Vielleicht. Kann schon sein. Antworten, die ich da üblicherweise kriege. Was glauben Sie? Sport. Sport. Im Wald. Am Berg. Sehr viel Natur. Im Garten. Beim Rosenschneiden. In der Badewanne. Wenn ich Musikstück höre. Das sind die Punkte, wo wir auftanken. Und wo wir wieder zu uns kommen. Und wo mir auf einmal bewusst wird, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Job. Und zwar gar nicht, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, ich will drüber meditieren. Das schießt mir plötzlich eine Idee. Das kennen Sie sicher auch. Aber dafür muss ich mir die Tankstelle einrichten. Wenn ich von 8 bis 8 vor dem Computer sitze, dann kommt das nicht. Und ich bin nicht authentisch, wenn ich nicht für mich selber schon mal geklärt habe, was ist mir wichtig. Oder wie fühlt sich ein Bewerbungsgespräch an? Oder wie möchte ich denn dieses Projekt denn wirklich umsetzen? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Dafür brauche ich Ruhe. Und die Tankstellen, die müssen wir uns einrichten. Die kommen nicht von selber. Brutal egoistisch einrichten. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Es gelingt mir nicht immer, aber immer öfter. Und jetzt, wenn wir speziell Ihre Situation anschauen. Die LBS ist irgendwie in einem Umbruch. Es wird sich was ändern. Was braucht es da von Ihnen? Wo sind Sie als Führungskraft gefragt? Verantwortung. Antworten geben. Sie müssen präsent sein und authentisch kommunizieren. Ich habe mich so gefreut, wo ich gehört habe, dass Sie vor kurzem eine Rede gehalten haben vor den Führungskräften, wo sie einfach auch auf die aktuelle Situation Stellung bezogen, zur aktuellen Situation Stellung bezogen haben und dass es jetzt auch für die Mitarbeiter gemacht wird. Das ist genau die richtige Antwort.
auch wenn wir noch nicht wissen, was alles sein wird. Auch wenn wir noch nicht alle Antworten haben, wie es kommt. Das Wichtige ist, dass wir da sind. Dass die Mitarbeiter fragen können, und es ist kein Problem, wenn ich sage, und das weiß ich selber noch nicht. Da bin ich genauso überfragt. Aber ich rechne damit, dass wir bis eine Antwort haben. Das ist besser als einfach, wie es manche in so in Zeiten, wo es turbulent wird, machen, dass sie sich ganz, ganz schnell in ihr Büro zurückziehen und die Tür machen, damit sich auch niemand trifft, weil sie fragen kann, weil ich weiß ja selber noch nicht, was ich sagen soll. Da stehen, auch mit der eigenen Unsicherheit, gesagt, das weiß ich nicht. Und es kann auch sein, dass ich sage, es gibt gewisse Fragen, da kann ich euch keine Antwort dazu geben, weil ich da schlicht und einfach noch Schweigepflicht habe. Das verstehen Mitarbeiter. Aber da stehen, Sorgen auch anhören, Fragen anhören. Wichtig, wann immer es Veränderungen gibt, die Vergangenheit würdigen. Sehr oft gibt es ja Veränderungen, wo wir uns erhoffen, dass es dann besser wird. Und dann ist die Gefahr, dass man das, was bisher war, schlecht macht. Jetzt sind aber die ganzen Mitarbeiter, die da sind, auch Teil dieser Vergangenheit gewesen. Wenn ich die Vergangenheit schlecht mache, mache ich auch ihre Leistung schlecht. Das heißt, auch wenn es Veränderungen gibt, wo man sagt, wir wollen jetzt was anders machen. Ihr habt es bis jetzt so gemacht, aber wir wollen es dann anders machen. Dann einfach würdigen, dass ich sage, es hat früher mal einen Sinn gehabt, dass wir es so gemacht haben. Es war gut. Aber jetzt werden wir es dann anders machen. Aber die Vergangenheit würdigen. Ressourcenorientierung, so ein Schlagwort, Vertrauen in die Fähigkeit des Systems, wird was immer auch kommt, dass wir damit zurechtkommen und eine gute Lösung finden werden. Dieses Grundvertrauen vor Mitarbeitern zu zeigen, gibt in unsicheren Zeiten unheimlich Kraft. Also das Management Center hat die Wirtschaftskrise 2009 brutal gespürt, wir haben 30% Umsatzminus gehabt. Ich war immer überzeugt, es wird gut weitergehen. Mir haben nachher einige Mitarbeiter gesagt, sie hätten fast überlegt zu gehen. Aber sie haben gemerkt, ich bin so felsenfest überzeugt von diesem Management Center, dass sie geblieben sind und sie sind heute noch da. Das ist schön. Wenn dieses Grundvertrauen da ist und auch nach außen getragen werden kann. Orientierung und Sinn geben. Wofür sind wir da? Ich meine, Sie haben ja einen wunderschönen Sinn in Ihrer Organisation. Menschen zu helfen, dass die ihren Wohnraum schaffen. Das ist doch sinnvoll, wie es gar nicht größer geht. Das ist doch was Schönes. Das auch bewusst machen. Und dein kleiner Partikel Arbeit, die Bearbeitung dieser Anträge trägt dazu bei, zu diesem Sinn, das immer wieder das große Ganze bewusst machen. Dann, wenn sich viel ändert, vielleicht auch so für Sie als Hinweis, es bleibt ja immer auch was gleich. Ich denke, das Kerngeschäft der LBS wird gleich bleiben, egal welche Eigentümer Sie haben. Das ist einmal meine Vermutung. Aber so, es gibt bei jeder großen Veränderung auch Dinge, die gleich bleiben. Und das ganz bewusst in den Raum stellen und sagen, okay, da wird sich das oder das oder das wird sich vielleicht ändern. Aber das wird gleich bleiben. Macht euch das auch bewusst. Es ändert sich nicht 100%, sondern nur vielleicht so viel für euch. Das bewusst machen, was bleibt. Trotzdem strategisch wichtige Projekte initiieren. Ich erlebe sehr oft, in so einer Phase wie die LBS gerade ist das überhaupt nichts mehr passiert. Dann jetzt warten wir mal, was rauskommt und dann tun wir wieder führen. Das warten wir mal, was rauskommt, das ist trügerisch. Ich kann mich erinnern, auch in einer Industrie, Firma, eine Abteilung, die haben 6 Jahre lang gehört, dass man überlegt, dass sie outgesourced werden. Und der Abteilungsleiter hat 6 Jahre de facto nicht mehr geführt. Nach dem Motto, jetzt schauen wir mal, ob es uns in einem Jahr überhaupt noch gibt, da brauche ich nicht mehr führen. Ne? So tun, als ob man einfach es uns weitermacht. Oder als ob es weitermacht. Beziehungsweise strategisch wichtige Projekte initiieren kann auch heißen, dass man sagt, okay, wenn Szenario 1 ist, was tun wir da? Wenn Szenario 2 ist, was tun wir dann? Dass wir vorbereitet sind. Dass wir dann den Masterplan schon aus der Tasche holen können und sagen können, in dem Fall schauen wir dann, dass wir uns genau auf diese Projekte konzentrieren. Das, was notwendig ist, trotzdem bitte entscheiden und die Umsetzung in der Linie konsequent unterstützen. Ja, wenn wir das
versuchen umzusetzen. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung. Ich scheitere täglich und habe täglich meine Erfolgserlebnisse. Und ich hinterfrage mich auch täglich. Ich glaube, das ist auch wichtig. Dann funktioniert das Phänomen Führung. So der Spruch, wenn du glaubst, du bist ein Führer oder eine Führerin, dann schau mal, ob dir jemand folgt. Ich möchte es noch mit einem kurzen Film. Sie sich vielleicht jetzt dann zuerst mal so mit Ihrem Nachbarn einfach so kurz unterhalten, was Ihnen jetzt durch den Kopf geht und dass man erst vielleicht so ein paar Minuten dann schauen, ob Fragen, Kommentare, Ergänzungen dazu sind. Danke.